Herzlich willkommen zu Yumiko 2021. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und heute hier dabei seid. Vielleicht erkennt ihr es schon, wir sind hier an der Messe in Stuttgart, wo normalerweise die Yumiko stattfindet, was aber dieses Jahr nicht so sein kann. Und Yumiko bedeutet immer ins Getümmel der Besucher stürzen, durch die riesige Halle laufen und Stände besuchen, vielleicht auch Flyer und Süßigkeiten einsammeln, aber auch vor allem gute Vorträge. Ja, und jetzt seht ihr ja, sieht es hier ganz anders aus. So eine große Veranstaltung kann dieses Jahr leider nicht stattfinden. Und deshalb ist die Yumiko dieses Jahr ein bisschen anders. Dieses Jahr müsst ihr nicht nach Stuttgart fahren, sondern die Yumiko kommt zu euch. Dass die Yumiko dieses Jahr so stattfindet, bringt uns richtig viele schöne neue Möglichkeiten und ist auch echt eine Chance, für die wir sehr dankbar sind. Und deshalb können wir jetzt auch zurück ins Warme gehen. Ja, so ist das schon viel besser. Ihr kennt uns aber noch gar nicht. Also, ich bin Stefan. Ich habe das letzte Jahr mein Abi gemacht und danach ein FSJ im Tschad in Nordafrika mit der Mission Sai Life, die ich auch auf der Yumiko kennengelernt habe. Ich bin Tammy. Ich habe vor ein paar Jahren ein FSJ gemacht in Friolzheim im Freizeitheim und danach 3 Jahre dual studiert bei CFI und ich arbeite jetzt bei Hilfe für Brüder. Immer jünger. Jesus nachfolgen an jedem Tag. Das ist auch gerade irgendwie nochmal ganz komisch und ganz neu, wie wir Jesus auch nachfolgen können in dieser Zeit. Und in den Vorträgen werden ganz viele Aspekte dazu entfaltet. Was erwartet dich heute? Die Yumiko kommt zu dir. Am besten findet ihr alle Informationen, wenn ihr auf unsere Website schaut. Da wird euch erklärt, wie der Tag heute abläuft. Wir haben wie immer 3 Blöcke und zu den jeweiligen Uhrzeiten werden dann die Vorträge freigeschaltet, die ihr anschauen könnt. Ihr könnt euch also wie gewohnt für jeden Block eine Bibelarbeit aussuchen. Auch diese Yumiko ist wie jedes Jahr eine Veranstaltung, an der ganz viele verschiedene Organisationen beteiligt sind. Verschiedene Kurz- und Langzeitdienste, Bibelschulen oder auch Medienwerke werden präsentiert. Dieses Jahr findet ihr auf unserer Website eine riesige virtuelle Messehalle mit vielen Organisationen, die sonst in der Halle einen Stand gehabt hätten. Ja, und ich habe ja vorher gesagt, die Yumiko dieses Jahr ist auch echt eine Chance. Und ich finde, das ist sowas, so eine riesige virtuelle Messehalle zum Beispiel. Ein großer Vorteil von der Yumiko jetzt. Außerdem findet ihr auf der Ausstellerseite hinter den Logos der Werken auch einige Informationen über sie. Zum Schluss möchte ich noch ein Gebet sprechen, bevor es dann losgeht. Ja, danke, Herr Jesus, für die Möglichkeit heute, dass wir die Yumiko so veranstalten können, auch wenn es irgendwie anders ist als sonst. Ich möchte dich jetzt bitten für die Leute vor den Bildschirmen, dass du sie segnest, dass du zu ihnen sprichst durch die Vorträge und du weißt auch, wo jeder Einzelne steht und was du mit ihm vorhast. Ja, hilf uns doch einfach auf unserem Weg, Herr Jesus. Amen. Und jetzt machen wir es uns gemütlich und ihr daheim am besten auch. Und wir wünschen euch viel Spaß. Liebe Yumiko 2021, das hier ist meine liebe Frau Jessie und ich bin der Felix. Unser Sohn Benaja, der schläft gerade, der ist 3,5 Monate alt und die Zeit wollten wir nutzen, um euch von einem Erlebnis zu berichten, das wir mit Gott erlebt haben. Und zwar sind wir gerade auf dem Weg nach Spanien. Im März reisen wir aus und dort haben wir das Projekt vor, Gemeinde zu gründen. Und als Vorbereitung hatten wir vor gut 1,5 Jahren vor, ein Praktikum zu machen, und zwar in Berlin, bei der JKB, Junge Kirche Berlin. Und dann sind wir ins Auto gestiegen und dann hochgedüst. Vor uns waren 600 Kilometer Autofahrt und nach 300 Kilometern ist es plötzlich passiert, davor, wo ich immer Angst habe, weil ich mich mit Autos nicht auskenne. Die Autos auf der Autobahn, sie überholen uns und sie hupen und ich weiß nicht warum. Dann habe ich in den Rückspiegel geschaut und habe gemerkt, oh nein, da raucht es plötzlich.
Und was haben wir dann gemacht in aller Verzweiflung? Wir haben angehalten, sind auf den Standstreifen, haben Jessys Onkel angerufen, der ist nämlich Kfzler, und haben gefragt, was sollen wir machen? Und dann ist die Temperaturanzeige angewiesen. Er hat gesagt, kippt alles Wasser in euren Motor, also das Kühlwasser im Motorraum, nicht in den Motor, damit der Motor kalt bleibt und dann so schnell wie möglich raus in die Werkstatt. Und das Gute ist, da war ungefähr noch 1000 Meter oder eigentlich fast nichts mehr, da konnte man gleich rausfahren an die Tankstelle hin und dort sind wir erstmal zum Klo und haben unsere Wasserflaschen geholt und dann weiter aufgefüllt. Aber es ist eine riesen Pfütze unten gewesen unterm Auto und alles Wasser ist wieder rausgelaufen. Und dann, das Gute war, gleich gegenüber oder halt über der Autobahn drüber war eine Werkstatt. Dann sind wir auch gleich dorthin gedüst und haben unser Auto angucken lassen. Und wir wussten nicht, wie groß der Schaden sein wird. Jessys Onkel hat gemeint, im schlimmsten Fall mehrere hundert Euro, sodass es sich eigentlich gar nicht mehr für das Auto lohnt. Und dann war die nächste Frage, okay, Werkstatt, ein Tag, sind wir jetzt hier mitten im Nirgendwo, wo übernachten wir jetzt, was machen wir? Also unser Auto würde erst am nächsten Tag fertig sein. Und dann haben wir gedacht, what do we do now? Und dann ist mir eingefallen, als wir am Rausfahren waren, dass ich dieses Ausfahrtsschild gesehen hatte und da stand Gotha drauf. Gotha ist ungefähr in der Mitte von Deutschland und ich kannte diesen Namen, weil ich genau eine Freundin hatte, die in Gotha lebte und dort arbeitete, meine Freundin Anna. Falls sie das hört, liebe Grüße. Und es war dann so, so cool, dass quasi mitten in dieser dummen Begebenheit eigentlich, wir genau nach 300 Kilometern auf liegen geblieben sind und gemerkt haben, Gott versorgt uns mit einer einzigen Person, die wir eigentlich beide kennen. Und bei dieser Person durften wir dann tatsächlich übernachten, bei der Anna. Und wir durften sogar auch ihre Arbeit kennenlernen. Es war auch ein missionarisches Projekt, von der sie Teil war. Und haben dadurch einen richtig weiten Einblick bekommen, hatten Quality Time mit ihr. Und dann wussten wir, okay, am nächsten Tag geht's wieder weiter. Und es ist echt mega cool, weil, ich meine, ein rauchendes Auto, dann irgendwie nirgendwo sein und irgendwie denkt man sich, boah, irgendwie voll die dumme Situation und trotzdem hat Gott sowas richtig Geniales draus gemacht. Und ja. Hätte er beispielsweise nach 150 Kilometern wäre das Auto kaputt gegangen oder nach 450, da hätten wir niemanden gehabt, wo wir hätten sein können, wo wir hätten übernachten können, aber er hat es perfekt getimt, das sozusagen und das Beste draus gemacht, was man draus machen konnte. Und das ist das Coole, weil es uns zeigt, dass dieses wir sollen zuerst nach Gottes Reich trachten und zuerst nach seinem Willen uns ausstrecken und alles andere werden wir dann empfangen, was wir brauchen. Das haben wir erlebt, dass er uns dann versorgt hat, mitten in so einer doofen, scheinbar doofen Situation, die dann am Ende doch voll zum Segen geworden ist für uns. Und dafür sind wir Gott mega dankbar und wir hoffen und wünschen euch von Herzen, dass ihr genau dasselbe erleben dürft. Nicht nur wisst, dass Gott versorgt, sondern auch erlebt, wie Gott versorgt. Yes. Soweit von uns. Wir wünschen euch eine richtig gute Yumikon of Volens und vielleicht sieht man sich irgendwann mal. Ja. Bye, bye. Bye. Hey, mein Name ist Hanna und ich war bis Juli 2020 in Jordanien als Lernhelferin tätig. Ich habe dort bei einer deutschen Familie mitgearbeitet und auch verschiedene Projekte mit Geflüchteten unterstützt. Jordanien war für mich oder ist für mich eine unvergessliche Zeit. Und ja, ich werde es auf jeden Fall niemals bereuen, dieses Jahr gemacht zu haben. Ich vermisse so oft einfach nur die Leute dort oder ich werde so oft in die Zeit zurückversetzt, wenn ich hier irgendwie einen arabischen Kaffee trinke oder arabisch sprechende Leute zuhören. Was ich aber auf jeden Fall auch ziemlich vermissen werde, ist dieses Gefühl wirklich, dass Gott in jedem Moment in meinem Alltag mit dabei ist. Hier in Deutschland geht es mir so gut und ich habe so einen Reichtum, dass ich oft oder dass vielleicht auch andere oft vergessen, dass sie wirklich abhängig von Gott sind, weil wir halt eben so viel alleine können und schaffen und man irgendwie alles doch so gebacken kriegt und es selten vorkommt, dass man wirklich gar nicht mehr weiter weiß und sagt, okay, jetzt hilft nur noch das Gebet. Dort in Jordanien war ich so viel abhängiger. Erstmal die Sprache, mit der ich komplett überfordert war, hat mich doch so oft ins Gebet getrieben. Sei es im Taxi,
wenn ich wieder gar nichts verstanden habe, wohin der Taxifahrer mich fahren wird. Oder ja, sei es auch nur die Kultur, die mir bis heute noch in manchen Aspekten so unerklärlich scheint. Oder auch ab und zu, wenn man wirklich einfach seine Familie und seine Freunde vermisst hat, wusste man, hey, da kann einem nur Gott raushelfen. Und ja, da war ich wirklich einfach abhängig und das wusste ich und das hat mir auch irgendwie so gut getan. Und ich bin jetzt immer noch abhängig von Gott. Ich will dem auch gar nicht widersprechen. Aber hier in Deutschland fällt mir das so oft gar nicht auf, weil ich keine Probleme habe, die Sprache zu verstehen oder die Kultur zu verstehen oder ich alle meine Freunde um mich herum habe. Und falls es dir auch manchmal so geht, dass du einfach in deinem Alltag so unterwegs bist und vor dich hinlebst und gar nicht merkst, wie viel Gott dir doch in deinem Alltag hilft, weil ja, du manchmal Gottes Hand gar nicht wirklich als Gottes Hand erkennst, sondern einfach nur als, ja, als dein eigenes Können, dann kann ich dir nur empfehlen, wirklich auch ins Ausland zu gehen, raus aus deiner Komfortzone, raus aus diesem ich kann das selber, ich weiß das, ich krieg das schon hin, einfach rein in Gottes Abhängigkeit. Weil das so ein cooles Gefühl ist, wenn man weiß, ich habe keine Ahnung, was der Tag heute bringen wird, aber ich weiß, dass, ja, dass ich es mit Gottes Hilfe hinkriegen werde und dass Gott mir da durchhelfen wird. Weil er sorgt für dich. Er macht alles für dich, was du kannst, noch alles, wo du an deine Grenzen kommst und weißt, das kannst du gar nicht alleine. Da hilft er dir. Und mir hat das Jahr einfach geholfen, ihm wirklich all meine Ängste hinzulegen und mein Nicht-Können und mein Können und ja, sein Kreuz zu geben und sagen, hier, ich komme mit allem, was ich kann und was ich nicht kann und ich gebe es dir ab. Und das hat mir so einen neuen Blickwinkel auf mein Leben geschenkt, dass ich es auf jeden Fall weiterempfehlen würde. Gott hat gesiegt. Wie hoch die Mauern sind, wenn Sorgen mich bedrängen, ich weiß, alle Ketten zerspringen. Lehre mich immer mehr zu verstehen, wer du bist. Die Gewissheit tief in dass du der Sieger bist. Ja, ich weiß, mein Gott ist größer, er hält alles in der Hand. Und ich weiß, er kämpft meine Kämpfe, er ist Sieger in Ewigkeit. Mein Gott ist größer. Ich weiß, mein Gott hat gesiegt. Wie hoch die Mauern sind und Sorgen mich bedrängen, ich weiß, alle Ketten zerspringen. Lehre mich immer mehr zu verstehen, wer du bist. Die Gewissheit tief in dass du der Sieger bist. Ja, ich weiß, mein Gott ist größer, er hält alles in der Hand. Und ich weiß, er kämpft meine Kämpfe, er ist Sieger in Ewigkeit. Mein Gott ist
Gott ist größer als Lügen, größer als Hass, größer als Tod und Gewalt. Größer als jeder Umstand, größer als Angst. Mein Gott ist der Größte. Mein Gott ist größer als Lügen, größer als Hass, größer als Tod und Gewalt. Größer als jeder Umstand, größer als Angst. Mein Gott ist der Größte. Mein Gott ist größer als Lügen, größer als Hass, größer als Tod und Gewalt, größer als jeder Umstand, größer als Angst. Mein Gott ist der Größte. Ja, ich weiß, mein Gott ist größer. Er hält alles in der Hand. Und ich weiß, er kämpft meine Kämpfe. Er ist Sieger in Ewigkeit. Mein Gott ist größer. Ja, mein Gott ist größer. Ja, ich weiß, mein Gott ist größer, er hält alles in der Hand. Und ich weiß, er kämpft meine Kämpfe, er ist Sieger in Ewigkeit. Mein Gott ist größer. Herzlich willkommen zur Jugendmissionskonferenz in dieser ganz neuen Form. Ich freue mich, dass ihr zuschaut. Mein Name ist Rainer Hohlweger. Ich bin Gemeindepfarrer in Öschelbronn, verheiratet. Wir haben 3 Kinder. Und seit ich Pfarrer bin, feiere ich jede Woche Gottesdienst. Manchmal auch mehrmals. Das Thema, in das ich euch heute mitnehmen will, lautet immer Gottesdienst. Was bringt es mir, wenn er alles will? Unsere Konfis fragen mich oft zu Beginn vom Konfirmandenunterricht, Herr Pfarrer, wie oft müssen wir eigentlich in den Gottesdienst? Und sie bekommen von uns so ein kleines Heft, in das sie eintragen können, wie oft sie im Gottesdienst waren. Und manche denken so, oh Mann, jetzt ein ganzes Jahr jeden Sonntag in die Kirche. Ist das wirklich so? Wenn es um den Gottesdienst geht, dann ist mir ein Text im Laufe der Jahre besonders wichtig geworden. Und diesen Text möchte ich heute mit euch anschauen und gemeinsam mit euch darüber nachdenken. Wenn ihr eine Bibel griffbereit habt, dann könnt ihr gerne gleich das Video oder den Podcast anhalten und in Römer 12, Vers 1 und 2 selbst lesen und euch erst einmal Gedanken dazu machen. Was sagt die Bibel, was sagt Paulus, wie wir Gott dienen sollen? Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom: Liebe Geschwister, bei der Barmherzigkeit Gottes bitte ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Es soll wie ein lebendiges und heiliges Opfer sein, das ihm gefällt. Das wäre für euch die vernünftige Art, Gott zu dienen. Und passt euch nicht dieser Zeit an. Gebraucht vielmehr euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch dadurch verwandeln. Dann könnt ihr beurteilen, was der Wille Gottes ist, ob etwas gut ist, ob es Gott gefällt und ob es vollkommen ist. Herr, segne dein Wort an uns. Amen.
Paulus stellt hier klar, wenn wir davon reden, Gott zu dienen, dann geht es ums Ganze. Es geht nicht um ein bisschen Gottesdienst. Es geht auch nicht um die eine Stunde oder um die zwei am Sonntag, die wir uns treffen, sondern es geht um mein ganzes Leben, um den ganzen Willen Gottes. Es geht um das, womit und wozu ich Gott diene, um das Ziel des Gottesdienstes. Oder wie Paulus hier sagt, wie ich zu dem komme, was in Gottes Augen gut ist, schön und vollkommen. Immer Gottesdienst, das heißt bei Paulus immer Nachfolge, immer Jüngerschaft. Ich weiß nicht, wie in deiner Gemeinde Gottesdienst gefeiert wird und ob du dort gerne hingehst oder sagst, ist jetzt eher nicht so meins. Auch zur Zeit von Paulus gab es etliche Diskussionen, wie eigentlich ein Gottesdienst gefeiert wird. Wer darf predigen? Welche Lieder singen wir? Worüber reden wir? Wann treffen wir uns? Damals war zum Beispiel die große Frage, treffen wir uns wie die Synagoge am Freitagabend zum Beginn des Sabbats oder treffen wir uns am Sonntag, am ersten Tag der Woche, am Tag der Auferstehung von Jesus? Wer darf zum Abendmahl? Wer darf getauft werden? In welcher Sprache feiern wir Gottesdienst? Brauchen wir eine Übersetzung für die Gäste? Und wie lange dauert er? Es waren auch damals schon Fragen, über die sich ganze Gemeinden spalten konnten. Und hier merkt man, dass Paulus mit Leib und Seele Missionar ist. Oder auf Griechisch eben Apostel, ein Gesandter. Auf dem Missionsfeld werden viele solcher Fragen nachrangen. Bis heute ist es so, ob ich evangelisch oder katholisch bin, aus einer Freikirche oder Landeskirche komme, ob ich beim Beten die Hände falte oder hebe, wenn ich auf dem Missionsfeld stehe, und zwar egal, ob das im Ausland ist oder hier bei uns in Deutschland, wenn es darum geht, dass wir Menschen zu Jesus einladen wollen, dann zählt eigentlich nur eines, wer ist Jesus für mich und wie diene ich ihm richtig, was heißt Nachfolge? Und deshalb geht Paulus beim Thema Gottesdienst an dieser Stelle auch nicht auf die ganzen Detailfragen ein, weil Gottesdienst mehr ist, weil es darum geht, wen wir feiern und wozu wir feiern. Diese Art von Gottesdienst, die hat für Paulus mit Opfer zu tun, aber eben auch mit Gehorsam und mit Hingabe. Zunächst zum Opfer. Paulus knüpft hier an die Vorstellungen an, die in der ganzen Antike verbreitet waren. Paulus sagt, Gottesdienst feiern heißt erst einmal loszulassen, ein Opfer zu bringen. Damit konnten damals alle etwas anfangen, denn Gottesdienst ohne Opfer, das war schlicht und einfach nicht vorstellbar. Der Tempel in Jerusalem stand noch und in jedem Tempel im Mittelmeerraum und darüber hinaus standen Altäre, auf denen Menschen ihre Opfer brachten. Und Paulus sagt, auch in der Nachfolge von Jesus, auch bei ihm im Gottesdienst geht es um Opfer. Aber wir bringen keine Tiere um. Wir töten niemanden, sondern wir sind selbst ein heiliges und lebendiges Opfer. Und er erklärt es so, sei bereit, dein Leben loszulassen und ganz für Jesus einzusetzen. Und das schreibt Paulus übrigens nicht, weil er sich das ausgedacht hat, sondern es ist Jesus selber, der das seinen Jüngern eingeprägt hat. Er hat ihnen und uns gesagt, wer mit mir kommen will, darf nicht an seinem Leben hängen. Er muss jeden Tag sein Kreuz auf sich nehmen und mir auf meinem Weg folgen. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, weil er an mich glaubt, der wird es retten. Es hört sich sehr hart an. Und ich weiß nicht, was du mit deinem Leben noch alles vorhast. Wenn ich meine Schülerinnen und Schüler frage, und was denkt ihr, wie euer Leben so aussieht in 20, 25, 30 Jahren? Dann antworten viele, ich möchte erst einen guten Beruf erlernen, in dem ich genug verdiene. Ich möchte eine Familie gründen. Die meisten sagen, sie wollen zwei Kinder, am besten ein Junge und ein Mädchen. Dann möchte ich ein Haus bauen und reisen, etwas sehen von der Welt, mit Freunden was erleben, ins Stadion gehen. Aber Gottesdienst, naja, okay, ein Heiligabend oder so ab und zu mal. Das letzte Mal bei der Konfirmation,
dann wieder bei der eigenen Hochzeit, später, wenn die eigenen Kinder mal da sind, klar, auch Taufe und bei der Beerdigung vom Opa. Das ist so der Klassiker, den ich zu hören kriege und vielleicht seid ihr selber da ja auch gar nicht so weit weg davon. Aber wenn ihr euch umseht, ehrlich umseht, dann merkt ihr, bei manchen klappt das vielleicht, aber vor allem, wenn sie diszipliniert sind und das durchziehen. Aber gerade jetzt, in Zeiten von Corona, da merken viele, mein Plan, den ich mir so gut zurecht gemacht habe, der geht nicht auf. Jede Woche ist voll von Überraschungen und du weißt nicht, was als nächstes noch um die Ecke kommt. Als Gemeindepfarrer komme ich zu vielen Familien, da war das vor Corona auch schon so. Zerbrochene Lebensträume, weil auf einmal die Diagnose im Raum steht, Krebs. Und das läuft alles über den Haufen. Ein anderer steht ohne Job da, weil die Firma ihn nicht mehr braucht. Das war es mit dem schönen Plan. Ein junges Mädchen wird schwanger und sie weiß, den Vater werde ich mit Sicherheit nicht heiraten. Aber sie zieht das durch, auch wenn es ganz anders ist, als sie sich das vorgestellt hat. Bringt euer Leben da als ein heiliges und lebendiges Opfer, sagt Paulus. Aber manche haben den Eindruck, hey, ich bin selber das Opfer. Vom Schicksal, vom Leben, auch von Gott. Eure Generation stehen wahrscheinlich so viele Möglichkeiten offen wie noch nie. Aber zu diesen Möglichkeiten gehört eben auch, ganz schnell auf der Schattenseite zu landen. Schneller, als einem lieb ist. Internet, ganze Technik verändern das Gesicht der Welt schneller, als wir uns umschauen können. Aber nur ein paar können daraus Nutzen ziehen. Andere stehen auf einmal ohne Job da. Und die fragen Gott, warum nimmst du mir das alles? Warum schlägst du mir mein Lebensglück aus der Hand? Was willst du eigentlich von mir? Es tut weh, wenn Gott mir etwas nimmt, wo ich meine, das steht mir doch eigentlich zu. Das habe ich mir doch verdient. Das kleine Lebensglück, eine Gesundheit, Häuschen mit Garten. Aber das Leben ist anders. Jesus warnt uns vor Kriegen, vor Seuchen, vor Hungersnöten. Und so schön wie vor Corona hatte es vermutlich kaum jemand vor uns auf diesem Planeten. Wie es danach aussehen wird, weiß keiner von uns, was noch alles kommt. Und jetzt kommt Paulus und sagt, gib deinen Plan freiwillig her. Sei bereit, loszulassen. Stell dein Leben ihm zur Verfügung und warte, was Gott daraus macht. Und Paulus erinnert einmal an anderer Stelle daran, was hast du denn eigentlich, das Gott dir nicht vorher schon geschenkt hat? Denn Gott wird nichts von dir verlangen, was er nicht vorher in dein Leben hineingelegt hat. Er ist es, der dir eigentlich alles geschenkt hat. Und wir sind nicht die Besitzer, sondern nur Verwalter. Und er erinnert uns daran, unser Leben gehört uns auch nicht selbst. Und es kommt für jeden von uns der Tag, an dem Gott alles, was er uns gegeben hat, auch wieder zurückfordert. Auch von denen, bei denen sich alle Träume erfüllt haben. Das heißt, als John Rockefeller starb, der erste Milliardär der Weltgeschichte, da fragte einer den Testamentsvollstrecker neugierig und im Vertrauen, wie viel hat er nun hinterlassen? Und der Verwalter antwortete, alles. Er hat alles hinterlassen. Selbst der reichste Mann nimmt nichts mit. Und wenn du dir überlegst, auf einen Einsatz zu gehen oder aber in den hauptamtlichen Dienst als Missionar, dann wirst du mit Sicherheit in der Regel keine Reichtümer anhäufen. Und du wirst dich auch von manchem Lebenstraum verabschieden, gewollt oder ungewollt. Jim Elliot war ein Missionar, der bei einem Einsatz in Ecuador 1956 ums Leben kam. Umgebracht von Indianern, denen er eigentlich von der Liebe Gottes erzählen wollte, von Jesus. Er verlor sein Leben. Aber er hinterließ uns einen Satz, der mich und viele andere tief bewegt. Er sagte, der ist kein Tor,
der hingibt, was er nicht behalten kann, um das zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Nochmal, der ist kein Tor, kein Narr, kein Dummkopf, der hergibt, was er sowieso nicht behalten kann, um das zu bekommen, was mir niemand nehmen kann, auch nicht der Tod. Jim Elliot hat verstanden, was Jesus seinen Jüngern immer wieder beigebracht hat. Krankheit und selbst der Tod sind nicht das Schlimmste, was dir passieren kann. Wir alle sterben und wir haben es nur sehr begrenzt in der Hand, wie gesund wir sind. Und es nicht nur in Zeiten von Corona. Krank zu sein ist nicht das Schlimmste. Zu sterben auch nicht. Sondern das Schlimmste, sagt die Bibel, ist ein unversöhntes Leben. Ein Leben, das im Streit liegt, in Feindschaft mit dir selber, mit deinem Nächsten und mit Gott. Ein Mensch, der nicht mehr weiß, wer sein himmlischer Vater ist, wer ihn geschaffen hat und wozu, wer der Sohn ist, der ihn erlöst hat und wer der Heilige Geist ist, der ihn verändern will und neu schaffen will. Die Bibel sagt, wer das nicht weiß, wer das nicht erfährt, der hat ein verlorenes Leben. Und Jesus sagt, was nützt es dir, wenn du die ganze Welt gewinnst und doch Schaden nimmst an deiner Seele? Jesus hat sein Leben als Opfer gegeben, damit wir Frieden finden, damit unsere beschädigte Seele, unser verletztes Herz wieder ganz wird, geheilt bei ihm. Aber um diesen Frieden zu finden, um die Hände und den Kopf frei zu bekommen für das, was Gott für uns will, müssen wir zuerst loslassen. Und das gilt nicht nur für eine zukünftige Missionarin oder einen Pfarrer, sondern das gilt für alle, die Jesus nachfolgen möchten. Es betrifft die Gaben, die Gott uns geschenkt hat. Das Loslassen, das betrifft die Lebenspläne. Das, was wir zunächst einmal wollen. Paulus macht aber ebenfalls ganz klar, Gott will keinen Kadavergehorsam, kein Todesopfer, kein blindes Abnicken, das auf Kommando über jedes fromme Stöckchen springt, das mir hingehalten wird. Gott ist nicht der Vater, der sagt, solange du deine Füße unter meinen Tisch streckst, tust du gefälligst, was ich will. Sondern er will, dass wir zuhören. Hinhören, auf ihn hören, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all unserem Verstand, damit wir verstehen, wer er ist und was er für uns getan hat. Auch wenn wir das wahrscheinlich nur ansatzweise begreifen können. Aber Paulus sagt, gebraucht euren Verstand, aber eben in einer neuen Weise. Das heißt, überlegt euch gut, was ihr wollt und warum ihr es wollt. Nachfolger Jesu schalten ihren Verstand nicht aus, sondern sie stellen ihn in ein neues Licht. Und das ist zuerst und vor allem das Licht der Bibel. Meine eigenen Erfahrungen, das, was ich denke, das, was ich will, das, was ich fühle, das halte ich in das Licht der Menschen, die Gott bereits kennen, mit denen er gesprochen hat, die von ihm geprägt wurden. Ich bilde mir ein Urteil anhand dem Wort Gottes, das ich verstehen will, das ich lesen will, um es zu verstehen. Und innerhalb der Bibel sind es vor allem die Worte Jesu. Sie sind mir vor allem anderen Leitfaden und Anleitungen. In seinem Licht lese ich die Bibel. Er ist die Mitte. Und sein Geist ist es, von dem ich mich erfüllen lassen will. Und wenn ihr noch keine regelmäßigen Bibelleser seid, dann sage ich euch, lest vor allem immer wieder die Evangelien. Fangt dort an und arbeitet euch von dort aus weiter. Gottesdienst und Nachfolge haben viel mit dem Hören und Zuhören zu tun. Hinhören, was denn der Wille Gottes ist. Zuhören, wie Menschen berichten vom Königreich der Himmel. Lernen, die verschiedenen Geister zu unterscheiden. Was kommt aus dem Geist Gottes? Was ist gut, schön und vollkommen? Und was sind andere Geister? Andere Ideen und Kräfte? Was ist böse? Was baut mich auf? Und was zerstört mich.
Wenn ihr euch überlegt, was soll ich mit meinem Leben machen, dann ist die entscheidende Frage, wer darf mich prägen? Zu wem gehöre ich und auf wen höre ich? Und wer zu Jesus gehört, der hört auf ihn. Auf ihn hören heißt aber eben nicht nur die Bibel zu lesen, sondern das zu leben, was er sagt, auszuprobieren, ob das trägt. Jesus lädt uns dazu ausdrücklich ein. Wer meine Rede hört und tut, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baut. Und einer klugen Frau. Die Nachfolge, von der Jesus spricht, ist eine sehr praktische Sache. Vielleicht machen manche von euch Sport oder spielen ein Instrument. Und um darin richtig gut zu werden, das wisst ihr, da braucht es manches Opfer und Üben, Üben, Üben. Stunden, die man damit verbringt, zu trainieren. Und klasse, wenn du einen guten Trainer, eine gute Trainerin oder einen Meister hast, der dir zeigt, wie das geht, der dir Hilfestellung gibt, der bei dir ist. Aber Opfer zu bringen und zu trainieren, zu üben, das ist nur das eine. Das Eigentliche, das Wesentliche, das ist die Hingabe. Wer mit Hingabe trainiert, wer mit Hingabe musiziert, für den ist alles, was er darin investiert, eben nicht nur ein Opfer, nicht nur sturer Gehorsam, sondern der liebt es, sich zu bewegen, mit dem Instrument umzugehen. Dem fehlt etwas, wenn er nicht spielen kann. Und der opfert seine Zeit und seine Kraft mit einer Leidenschaft, die fasziniert. Und er wird ein Meister, manche sogar Weltmeister. Beten, mit anderen Christen feiern, in der Bibel lesen, es ist für manche ein Opfer. Aber wenn wir lernen, es mit Hingabe zu tun, dann erst entdecken wir den wahren Schatz, der darin liegt. Und wie diese Hingabe mich verändert. Und ich kann euch nur ermutigen, nutzt diese Zeit gerade jetzt während Corona, wenn ihr vielleicht nicht ins Ausland könnt, wie ihr es gewollt habt. Aber nutzt diese Zeit da, wo ihr jetzt gerade seid, um diese Hingabe einzuüben, um das auszuprobieren, was passiert, wenn ich dieses Lebenswort auspacke und lebe. Das Vaterunser, das Jesus seine Jünger beten lehrt, ist so etwas wie ein Leitfaden für ein Leben in dieser Hingabe. Allein deshalb gehört es für mich zu jedem Gottesdienst dazu. Deshalb ist es so wichtig, das Vaterunser dann nicht nur herunterzuleiern, sondern ganz bewusst zu sprechen. Und noch viel mehr, es dann auch zu leben, es zu trainieren, zu üben, als Wort von Jesus, das in mein Leben hineinkommen will, das es ausfüllen will, als sein Trainingsprogramm für meinen Gottesdienst. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Und wenn ihr das betet und sprecht, wenn ihr es lebt, dann merkt ihr, in diesem Programm der Hingabe spricht Jesus mindestens so sehr von dem, was wir tun sollen, wo er will, dass wir mitmachen. Aber fast noch mehr und genauso viel von dem, was Gott für uns tut. Denn Gottesdienst meint immer beides. Das heißt nicht nur Gott zu dienen, mich hinzugeben, sondern in dieser Hingabe zu erleben, was Gott für mich tut, wer er für mich ist. Wenn wir ihn bitten, unser tägliches Brot gib uns heute. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und erlöse uns von dem Bösen. Fang klein an, wenn ihr das Vaterunser versucht zu leben, aber fangt an. Wartet nicht damit, bis ihr irgendwo im Einsatz seid oder in der Mitarbeiterschaft steht oder denkt, jetzt bin ich geistlich reif genug, es auszuprobieren und zu leben. Sondern beginnt da, wo ihr jetzt seid. Mit den Gedanken, die ihr über die Menschen habt, die an eurer Seite sind. Eure Eltern, Geschwister, Lehrer, Mitschülerinnen und Mitschüler, Kolleginnen und Kollegen. Wie schaue ich auf die? Lebe ich das, was Jesus sagt?
bin ich barmherzig, geduldig und gnädig mit den anderen und mit mir selber. Probiert's aus und dann seht und staunt, wie ein solcher Gottesdienst euch verändern und prägen kann. Und wie schön ein solcher Gottesdienst sein kann, dass ihr gar nicht mehr anders wollt, als so zu leben und ein solches Leben zu feiern. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Wow, das war jetzt schon die erste Einheit. Jetzt kommt das Pausenprogramm. Gleich werden für euch verschiedene kurze Clips eingeblendet, in denen sich verschiedene Organisationen und ihre Arbeit vorstellen. Die Clips, die wurden alle extra für die Jumiko gedreht. Also nutzt die Chance, lasst euch nicht entgehen und schaut sie euch an. Ihr könnt euch ja auch nebenher was zum Trinken oder zum Essen holen. Das ist echt eine einmalige Chance, um so einen Einblick in so viele verschiedene christliche Organisationen und Einsatzmöglichkeiten rund ums Thema Mission zu bekommen. Nutzt es. Wenn ihr euch für eine ganz bestimmte Organisation interessiert, dann habt ihr auch hier die Möglichkeit zur Begegnung mit Mitarbeitern von ganz vielen verschiedenen Organisationen. Die Links sind auf der Website zu finden und dort könnt ihr dann mit den Zugangsdaten virtuelle Räume betreten, wo ihr Gesprächsmöglichkeiten mit verschiedenen Mitarbeitern habt, die dort auf euch warten, also nutzt es wirklich. Nach dem Pausenprogramm könnt ihr dann um 10.45 Uhr zurück auf die Website und euch die nächste Einheit auswählen. Also, bis gleich. Willst du zu seinem Arbeiter werden? Willst du dich investieren, um sein Reich zu bauen? Willst du ein Abenteuer erleben und dabei Leute für Jesus begeistern? Learn to follow. Learn to serve. An der AWM gefällt mir, dass hier viele Menschen aus verschiedenen kulturellen Zusammenhängen zusammenkommen. Menschen, die viel Erfahrung haben. Ich liebe, dass man hier eine Vielzahl von unterschiedlichen Menschen kennenlernt. Dass man auch als Quereinsteiger studieren kann. Ich mag es hier in den Kursen, meinen theologischen Horizont zu erweitern und von Dozenten aus der Praxis zu erfahren. I've learned here at AWM to be a reflective practitioner. And that's something which I recommend to you all. Also, wir haben das Evangelium. Aber wie sollen Menschen glauben, wenn wir es nicht weitersagen? Und Jesus will, dass auch Kinder gerettet werden. Und deshalb gehe ich jetzt da rein und werde jedem einzelnen Kind sagen, Hallo! 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 Hallo. Dein Einsatz bei KIB. Du möchtest eine theologische Ausbildung machen? Oder würdest dich gerne in biblischen Themengebieten fortbilden? Oder hast einfach nur Lust darauf, die Bibel besser kennenzulernen? Dann bist du beim Bibelstudienkolleg genau richtig. Wir finden für jeden Wunsch eine passende Lösung. Neugierig geworden? Dann schau doch mal bei unserem virtuellen Messestand vorbei.
Die Bewohner hier im Albrecht-Bengel-Haus studieren an der Universität Theologie fürs Pfarramt oder um Religionslehrer zu werden. Sie möchten Jesus in den Gemeinden und Schulen weitergeben. Wir begleiten die Studis bei ihren persönlichen und theologischen Fragen, die in diesem Studium entstehen. Du hast Interesse? Dann melde dich bei uns. Wir freuen uns auf dich. Hey, mein Name ist Jero. Ich bin FSJler beim Deutschen Christlichen Technikerbund. Gemeinsam mit dem DCTB-Team bringe ich die rettende Botschaft von Jesus zu Studenten und Berufstätigen in ganz Deutschland. Auch du kannst mit dabei sein und von Jesus Zeugnis geben. Bewirb dich jetzt, wir freuen uns auf dich. Du bist Krankenschwester, Medizinstudent, Arzt oder arbeitest in einem anderen medizinischen Beruf? Hast Jesus auf dem Herzen und willst Mission kennenlernen? Dann freuen wir uns, wenn du Kontakt zu uns aufnimmst, denn wir suchen Mitarbeiter für unsere medizinisch-missionarische Arbeit in Afrika. Lerne uns heute im DMET-Inforaum kennen. Die Guna, ein Missionswerk mit einem Herzen für unerreichte Menschen. Gemeinsam wollen wir Gott dienen, ihn loben, durch Jüngerschaft anderen helfen zu wachsen, im Sport gemeinsam Freude haben, durch praktische Hilfe ein Zeugnis sein, auf einem anderen Kontinent, in einer anderen Kultur, Gott dienen. Evangelisation, das ist unsere Mission. Werde auch du ein Teil von Die Guna in Afrika und hilf mit, die gute Nachricht von Jesus Christus zu verbreiten. Also, bist du dabei? Was Gottes Plan für dein Leben ist? Wir von der DMG helfen dir dabei, deine Berufung zu finden. Die DMG ist eine Missionsorganisation, die sich dafür einsetzt, dass Menschen weltweit Gott begegnen. Lebe auch du deine Berufung. Als Christusbewegung sind wir eine Bewegung, die sich nicht um sich selber drehen will und sich auch nicht mit sich selber beschäftigen will. Wir wollen rausgehen zu den Menschen, damit Menschen die beste Botschaft der Welt von Jesus Christus hören. Bodenseehof, Klostermühle und Schloss Klaus gehören zur Missionsgemeinschaft der Fackelträger. Und die Säulen unserer Arbeit sind jeweils unsere Kurzbibelschulen, Konfirmandenfreizeiten und ein vielseitiges Freizeitprogramm. Wenn du Interesse an unseren Bibelschulen hast oder gerne ein FSJ bei uns machen würdest, findest du alle wichtigen Infos auf unseren Websites. Die Welt verändert sich. Gottes Auftrag bleibt. Menschen zu Jesus Nachfolgern machen. Theologische Ausbildung an der BTA Wiedenest. Kurz- und Langzeiteinsätze weltweit. Forum Wiedenest. Christliche Impulse für Gemeinden weltweit. Du willst in Heidelberg studieren, Theologie oder ein anderes Fach? Du willst in Gemeinschaft mit anderen Christen wohnen, deinen Glauben leben, dein Leben teilen und über theologische Fragen gründlich nachdenken? Dann komm ins Friedrich-Haus-Studienzentrum. Ich lebe in Bangladesch. Ich komme aus dem Sudan. Und ich aus Nordindien. Ich lebe in Nigeria. In Pakistan bin ich zu Hause. Ich lebe in Afghanistan. Ich komme aus Indonesien.
Somalia ist meine Heimat. Ich lebe in Tunesien. Keiner von ihnen hat je von Jesus gehört. Du kannst derjenige sein, der ihnen das Evangelium bringt. 1,7 Milliarden Muslime warten auf dich. Muslimen in der Liebe Jesu dienen. Das bin ich. Und ich habe das letzte Jahr das Abenteuer meines Lebens erlebt. Und zwar hier, in Peru. Begleitet hat mich dabei die Organisation Global Volunteer Services. Ich habe hier nicht nur eine tolle Arbeit, sondern auch ein unglaubliches Land kennen und lieben gelernt. Und ich durfte mich selbst neu kennenlernen und viele schöne Erfahrungen sammeln. Du willst auch so ein Abenteuer wagen? Dann schau direkt hier vorbei. Als ich ins Gefängnis kam, nicht nur ich, jeder, der sich wirklich einsetzte für seinen Glauben, Tausende waren im Gefängnis. Ich habe 14 Jahre lang nie eine Farbe gesehen, außer Grau. Die Zellenwände waren grau, unsere Uniform war grau, meine Welt war grau. Ich bin bei Youth for Christ England, Bassist in der Band The Sense. Wir sind im Jugendzentrum für das Soccerprogramm zuständig. Hier ist natürlich ein Camp für Jugendliche. Deutschland, 9 von 10 Frauen in Prostitution werden dazu gezwungen. Wir wollen diesen Frauen helfen, durch Jesus ein neues Leben zu beginnen, in Freiheit. Kainos, free to be new. Prevention, Intervention and Integration. Wir suchen euch. Kommt vorbei. Bibelschule Kirchberg, das steht für Gemeinschaft. Wachstum. Gemeinsam studieren. Zeit für Veränderung. Weiterentwicklung. Charakterbildung. Sehr gutes Essen. Neue Erkenntnisse. Neue Leute. Jesus. Primetime mit Gott.
Wenn ihr auch, wie wir, Kinder in Deutschland für Jesus begeistern wollt, zum Beispiel Bibelentdecker-AGs in Schulen, Kindertreffs, Lego-Städten oder anderen coolen Veranstaltungen, dann kommt zu Kids Team ins FSJ. Hallo, wir sind die Kontaktmission. Wir sind eine weltweit vernetzte Missionsbewegung, die Menschen hilft, ihre Berufung zu leben. Was ist dein Auftrag? Wie kannst du berufen leben? Finde es heraus auf yumiko.kontaktmission.org. Wir unterstützen messianische Juden, Juden, die an Jesus glauben, und ihre Gemeinden. Ihr könnt auch für ein Jahr mit uns nach Israel. Leben bewegen. Einsätze in Lateinamerika, in Europa. Sei dabei. Hallo, ich bin der Mario. Vor 20 Jahren habe ich ein freiwilliges Jahr in Brasilien gemacht. Heute bin ich Missionar der Gnadauer Brasilien-Mission. Hast du Lust auf eine Veränderung? Möchtest du dich gerne ein Jahr sozial engagieren? Dann lass uns doch mal miteinander reden. Scan den QR-Code oder besuch unsere Webseite. Klar will ich im Sommer missionarisch arbeiten. Es soll aber am Strand sein, am Meer. Ich will viel Spaß haben und ein cooles Team. Ja, nice! Ich bin überzeugt und wir sind überzeugt, dass Jesus dich meint, wenn er sagt, komm, folge mir nach und geh in die Welt hinaus und mache zu Jüngern. Wir bieten eine Menge Möglichkeiten weltweit, sowohl als auch in Deutschland an. Jetzt gerade läuft das MDT Jüngerschaftstraining. Dabei begleiten wir junge Menschen wie dich in ihre Jesus-Nachfolger. Wir freuen uns darauf, dich persönlich kennenzulernen und gemeinsam zu entdecken, wo dein Platz ist im Reich Gottes. Sei dabei!
Es hilft doch alles nichts. Wir haben nur die eine Möglichkeit. Projekt FSJ. Hallo, mein Name ist Joachim. Herzlich willkommen bei uns in Adelshofen. Wir als Freies Missionswerk bieten dir verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel im Bereich von FSJ-Stellen oder du suchst eine theologische Ausbildung. Dann komm zu uns. Heute ist die Möglichkeit, mit uns ins Gespräch zu kommen. Klick dich einfach rein, dann können wir uns mehr darüber unterhalten, wo du etwas suchst an Möglichkeiten, zum Beispiel in einem FSJ Jesus näher kennenzulernen, deinen Glauben zu vertiefen oder auch eine theologische Ausbildung mit 4 Monaten bis hin zu 4 Jahren, vielleicht auch ein Masterstudium. Dann melde dich bei uns. Wenn du gerne praktisch zupackst, bist du bei mir genau richtig. Die Bibel in der Landessprache zu lesen, ist wie Suppe mit einer Gabel zu essen. Jetzt können wir uns richtig ernähren, mit der Bibel in unserer Muttersprache. In etwa 2000 Sprachen müssen Menschen noch auf einen Suppenlöffel warten. Circa 1,5 Milliarden Menschen haben keine vollständige Bibel in ihrer Sprache. Wycliffe Deutschland setzt sich dafür ein, dass die Menschen einen Zugang zur Bibel in ihrer Muttersprache erhalten. Unter www.wycliffe.de erfährst du mehr. Ich bin Anna und Lehrerin an einer christlichen Bekenntnisschule. Ich wollte immer schon jungen Menschen tragfähige Antworten auf die Fragen des Lebens anbieten. Was für eine Gebetserhörung, als ich von den freien evangelischen Schulen erfuhr. Denn dort darf ich nicht nur über Jesus sprechen, ich soll es sogar. In jeder Unterrichtsstunde, wenn es passt. Meine Schule ist natürlich staatlich anerkannt und wird von den Behörden sehr geschätzt, weil wir gute pädagogische Arbeit leisten. Du fühlst dich auch wie Anna dazu berufen, als Lehrer missionarisch tätig zu sein? Dann bewirb dich noch heute auf wir-suchen-lehrer.de.